Hallo, das wird jetzt, denke ich mal, wieder ein längeres Video. Also nicht zur Abwechslung, sondern einfach wieder. Und zwar mache ich das jetzt wieder recht spontan, wie immer in letzter Zeit. Und es soll ein bisschen in dem Video über Rohkost gehen, aber jetzt nicht Rohkost allgemein, sondern um mein Projekt, das ich in nächster Zeit auf circa 95% Rohkost umsteigen will. Und das ist relativ in Anführungszeichen krass, einfach deswegen, weil ich das halt früchtebasierend machen will, zuckerbasierend, also anders gesprochen. Und ja, ist in Deutschland und Europa allgemein nicht so einfach ist, an qualitative, günstige Früchte in Massen ranzukommen. Und zweitens, weil ich das auf einer Basis von circa 5000 Kalorien halten will. Also ich habe ausgerechnet, mit der Methode, die ich mir jetzt da zusammengeschustert habe, in, keine Ahnung, einfach Brainstorming ein bisschen erstmal gemacht nur, kann man, wenn man nur die Hälfte davon isst, also als Frau zum Beispiel 2500 Kalorien, kann man damit sogar mit 120 Euro im Monat auskommen. Das ist deutlich weniger, als ich jetzt schon bezahle. Und als Mann ca. 140 Euro bei 3000 Kalorien. Aber die Auswahl ist dann halt nicht so groß und ich schilder vielleicht erstmal die Gründe. Und zwar ist das einfach so, dass ich vertrage jetzt zum Beispiel Reis nicht mehr, also schon seit längerem, glutenhaltige Sachen, also Getreide, welches Gluten enthält, also Hirse so zum Beispiel vertrage ich schon noch. Und ja, also mein Körper wird aber trotzdem ständig immer sensibler, ich vertrage ja auch gar keinen Alkohol und Koffein mehr und ich gucke die ganze Zeit auch wieder zum Textdokument, was ich da stehen habe, aber ich habe da jetzt nicht so viel hingeschrieben. Ja, ziemlich viele Sachen vertrage ich eigentlich gar nicht mehr und wenn ich wollte, also ich rede es mal einfach mal ganz offen, wenn ich wollte, könnte ich sogar Kartoffeln nicht vertragen. Also ich muss meinem Körper jetzt wirklich ständig immer sagen, bei jeder gekochten Mahlzeit, aber auch bei Säften, was kein Whole Food ist sozusagen, dem Körper immer sagen, dass er das, ja, dass er das im symbolischen Sinne umarmen soll, diese Lebensmittel, weil, und dann sage ich ihm halt, dass ich halt nicht genug Geld habe, um von rein ganzheitlichen, natürlichen Lebensmitteln zu leben. Ich merke das sogar bei Trockenfrüchte teilweise, dass, also, ich habe da immer so ein relativ starkes Unwohlgefühl und das hatte ich schon, aber das kenne ich schon aus der Kindheit. Ich schweife jetzt mal ein bisschen aus bei Lebensmitteln und als ich dann ausgezogen war und auch die Schule vorbei war, konnte ich halt dem endlich mal nachgehen und intensiv reinhören und wurde dann auch aus dem Gefühl heraus Vegetarier, weil ich halt gefühlt hatte, dass ich Fleisch am wenigsten von allen vertrage. In Anführungszeichen vertrage oder dass es halt schlecht für meinen Körper ist. Und aber auch weil ich den Vegetarismus allgemein einfach bewundert habe, dass Leute es dauerhaft schaffen, verzichten zu können, in Anführungszeichen. Deswegen bin ich auch einmal zurückgefallen, weil ich halt nur diese Verzichtgedanken drin hatte. Und dann bin ich aus Gefühl auch heraus auch Veganer geworden. Auch einfach, weil ich gefühlt hatte, dass die pflanzliche Nahrung einfach weniger Schadstoffe hat und weniger belastet meinen Körper einfach. Und so war das auch direkt schon in der ersten Woche. Und dann kam danach erst der ethische Aspekt hinzu. Und Rohkost habe ich jetzt auch schon seit, ich glaube, 6 Jahren kam das schon in mir hoch, dass mein Körper der Meinung ist, dass das das Beste für mich zumindest sei. Und über die Rohkost bin ich dann auf einen englischen Kanal gestoßen. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video hier nennen soll, wenn ich jetzt so viele verschiedene Dinge rede. Tim van Orden, Running Raw, und da haben mich einige Sachen sehr fasziniert. Natürlich auch mal kurz eine Sache, dass zum Beispiel Fußabdrücke gefunden wurden von irgendwelchen unserer Vorfahren,
im Matsch und nach Analysen sind die fast genauso schnell gerannt wie Usain Bolt, also der 100-Meter-Sprint-Weltmeister. Olympia, irgendwas, Weltmeister auf jeden Fall. Und ja, die haben das ohne Hightech-Schuhe gemacht und auf Matsch. Und es wurde halt berechnet, wenn die mit Schuhen gelaufen wären und auf Asphalt wären die sogar schneller gewesen. Und die Theorie dahinter ist halt, dass die halt noch eine natürliche, optimale Ernährung haben und auch einfach eine andere Mentalität hatten. Das ist ja also nicht, dass sie einfach Dinge gemacht haben und sowas. Aus dem Überleben heraus. Das hat mich extrem fasziniert, wenn man. Und die haben noch nicht mal halt, noch nicht mal leistungssteigernde Drogen genommen, was schon ungefähr 20% der Leistung ausmacht. Also waren die noch viel unglaublicher krasser. Wahrscheinlich hatten die aber auch noch eine andere Genetik. Auf jeden Fall spielt Ernährung auch eine Rolle und Mentalität. Und es hat mich extrem fasziniert, weil ich auch halt leistungsorientiert trainieren möchte. Mich da verbessern möchte. Und ja, dann bin ich auf Durian Rider gekommen auf den englischen Channel. Ich glaube, es war einfach Zufall. Konnte ich erst nicht leiden, aber was er sagte, das hat immer mehr Sinn ergeben. Und dann bin ich halt auf den 80-10-10-Stil gekommen. Den fand ich einfach, relativ einfach umzusetzen. Dann habe ich das gemacht. Nachdem ich mich ein paar Wochen bis Monate informiert habe und auch selber mir Dinge, überprüft habe, zum Beispiel, dass man nicht so viel Protein braucht und sowas, und dass das auch wirklich die natürlichste Ernährung ist, sage ich mal. Und ja, also aus dem Gefühl heraus war halt Rohkost, aber dann vom Verstand her 80-10-10, weil es einfacher umzusetzen war, aber das Ziel ist halt trotzdem immer noch Rohkost. Und da bin ich dann auch mit dem Verstand irgendwann rangegangen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich ansetzen muss, deswegen erzähle ich jetzt einfach mal, warum Rohkost. Und zwar weil einmal wegen den Enzymen, die nur in roher Nahrung enthalten sind und bei überwiegend basischer Nahrung nicht von der Magensäure, habe ich letztens erst gelernt, zerstört werden, sondern beibehalten werden. Dann die sekundären Pflanzenstoffe, die glaube ich auch denaturiert werden durch Erhitzung. Und dann die Proteine, die denaturiert werden und deswegen nicht mehr optimal genutzt werden können und die Nieren davon auch relativ überlastet sind. Dann halt allgemein die größere Mikronährstoffdichte, aber besonders dieses Denaturieren. Und der Hauptgrund jetzt ist aber für mich, weil ich noch ein höheres Energielevel erhalten möchte und noch eine höhere körperliche Leistungsfähigkeit, und da sind Einfachzucker der Stärke einfach überlegen. Stärke ist halt in Getreide drin, in Kartoffeln und sowas, und Einfachzucker in Obst. Und ich merke einfach, wie viel schneller die Regeneration einsetzt, wenn ich Obst esse oder auch mal einen Saft halt oder einfach nur Zucker im Wasser, als wenn ich jetzt Kartoffeln esse. Und auch die Leistungsfähigkeit, also wenn ich vor einem Workout diese Sachen esse, dann muss ich circa 2 bis 3 Stunden warten nach einer Kartoffelmahlzeit, bis ich ordentlich trainieren kann und sich alles sozusagen geruhigt hat von der Verdauung her und sowas. Und bei Obst brauche ich nur die Hälfte der Zeit, also 1 bis 1,5 Stunden. Und Obst wird halt auch innerhalb von 10 Stunden komplett verdaut, bis es hinten wieder rauskommt. Und Kartoffeln zum Beispiel 16 bis 18 Stunden und Getreide circa 24 Stunden, habe ich schon mal erzählt. Und selbst wenn ich halt dieses Raw-Till-4-Konzept mache, dass ich dann abends nur diese gekochten Sachen esse, ist es für mich trotzdem noch stark suboptimal und ich fühl mich auch einfach viel besser. Also ich fühle mich trotzdem extrem energetisch, wenn ich halt kohlenhydratreiche, fettarme Nahrungsmittel esse, aber ich fühle mich halt nicht, also es ist nicht dieser besondere Kick, sage ich mal so, und dieses ständige Leichtigkeitsgefühl. Und das muss ich halt schon durchgehend haben und schon so das Beste, sag ich mal, so rauskitzeln. Und der Unterschied zwischen, sag ich mal, 2 Drittel roh und also 66% circa zu 95%, also ich hatte schon öfter rohe Tage, den finde ich einfach immer noch viel, also immer noch richtig krass. Und deswegen ist das halt so ein Ziel. Und ein weiterer Grund ist einfach, weil ich auch die Herausforderung suche. Weil es halt
schwierig umzusetzen ist in Deutschland. Und ich weiß gar nicht, wie viele Rohkostler es gibt in Deutschland. Das google ich mal kurz. Rohkost. Aber die meisten von den Rohköstlern sind auch keine Low-Fat-Rohköstler. Sind, glaub, ich weiß nicht, ob es überwiegend so ist, aber es sind Gourmet-Rohköstler. Und ja, die viel Nüsse einbauen, Avocados und Fett. Und das ist halt meiner Meinung nach nicht so optimal. Gucken wir mal. Konzepte, Kritik, Anzahl Rohköstler. Deswegen kann man sich dann eher noch als Frutarier bezeichnen, weil man dann ca. 95% aus Früchte halt heranzieht, weil es gibt ja auch Gemüse, die Früchte sind, wie eine Zucchini oder sowas. Oder ist das bei einer Zucchini so? Ich glaube schon, ja. Und Kürbis und sowas ist halt Gemüse, aber auch eine Frucht. Fruchtgemüse oder so. Steht da jetzt nicht. Aber ich kann mal gucken, wie viele Frutarier es gibt. Aber Frutarier bin ich halt dann auch nicht richtig, weil die meisten machen es zum ersten aus ethischen Gründen und zum anderen wird kein, auch eben wegen den ethischen Gründen, kein grünes Blattgemüse gegessen, sondern halt wirklich nur Früchte, die extra dazu da sind, um gegessen zu werden von Tieren, damit die Samen halt verteilt werden. Und aus gesundheitlichen Gründen esse ich aber trotzdem das grüne Blattgemüse, weil, ja, weil man sonst einfach nicht alle Nährstoffe bekommt, das habe ich schon durchgerechnet. Steht auch hier Kalzium, Zink, Eisen. Auf jeden Fall stand hier, also meine ich, dass hier stand, wie viele Frutarier es gibt. War das jetzt 0,1%? Eine sehr kleine Gruppe. Ziele wird es nicht sein, Motive auch nicht. Kein Vertreter. Ne. Steve Jobs war angeblich Frutarier, also dass er Veganer war, das weiß ich. Er wusste ich. Ja, weiß ich jetzt nicht. Finde ich nicht spontan. Warum muss ich eigentlich jedes Mal die Kamera immer? Weil ich mich ständig irgendwie umsetze oder so. Ja, habe ich jetzt alle Gründe genannt. Genau, der letzte Grund war halt wegen der Herausforderung. Also es war halt schon immer Ziel und ich habe jetzt halt so ein Konzept so ein bisschen rausgearbeitet, wo das möglich ist mit meinen finanziellen Mitteln. Und wenn das möglich ist, dann will ich das auch machen und keine Zeit verschwenden einfach. Ich könnte mir halt Zeit lassen, ein bisschen chillen und sowas, wie meistens machen, aber das mag ich irgendwie nicht. Also wenn ich das machen kann, dann will ich das auch machen, weil ich will halt vorwärts kommen. Und selbst wenn ich dann im Ernährungsbereich, besonders in Deutschland, mehr vorwärts gekommen bin, wie viele andere 18-10-10er, die vielleicht das gleiche Ziel haben, dann ist das halt so. Also es ist halt schon nicht einfach, aber es ist halt machbar, meiner Meinung nach, auch mit so einem Budget von ca. 200 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, bei 5000 Kalorien, sogar bei 5000 Kalorien, ja. Und also pestizidfrei insgesamt auch. Und wenn es machbar ist, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, warum ich warten sollte, außer aus Faulheit vielleicht. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich will halt wirklich weiterkommen und nur durch Arbeit kommt man meiner Meinung nach auch weiter. Das ist halt diese Herausforderung, um sich selber. Ja, man braucht halt auch Herausforderungen im Leben und sowas ist halt eine Herausforderung für mich, die für mich Sinn ergibt, die mir was bringt, die vielleicht auch meinem Umfeld was bringt. Ja. Und dann will ich halt auch, ich bin natürlich auch auf dieses Erfolgserlebnis aus, das dann geschafft zu haben, weil es auch so in, ja, schwierig ist umzusetzen, aber weil ich dann wirklich leidenschaftlich dabei bin und richtig motiviert bin bei sowas, dann ist das eigentlich gar nicht so schwer, das zu schaffen. Und ja, ich will mir halt auch selber beweisen, dass ich das schaffen kann, auch wenn das viele Leute als schwierig bezeichnen. Und ich habe es ja selber noch in dem letzten Video oder so als unrealistisch bezeichnet. Und deswegen gehe ich jetzt auch schon auf 15 Minuten.
Ich sage ja, es wird etwas länger, beziehungsweise insgesamt lang. Gehe ich jetzt auch schon darauf ein, wieso das Konzept ein bisschen ist. Das habe ich natürlich jetzt noch nicht komplett durchdacht, sondern es ist eher ein Brainstorming. Also die Basis stellen immer noch Bananen dar, aber ich werde dann wahrscheinlich nicht bei dem Demeterhof bestellen. Ich habe da wirklich letztens auch die Bananen gar nicht gekriegt. Ich habe nur 3 Kilo gekriegt von 15 Kilo. Die waren da im Angebot. Vielleicht hatten die einfach nicht mehr. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt nicht angerufen. Jedenfalls kosten die da 2 Euro pro Kilo. Sind nicht Fairtrade, haben aber eine gute Biomarke und sind halt nicht verpackt. Das sind so die Vorteile. Und dem entgegengesetzt stehen die Bananen vom Netto. Die sind auch Bio. Sind zusätzlich Fairtrade, ist aber halt eine Discounter-Biomarke. Und jeder einzelne Strauß, ich weiß nicht, wie man das nennt, wo die halt alle dran hängen, hat aber eine Plastikverpackung. Und zusätzlich werde ich in einem Laden auch nicht genug Bananen kriegen für eine Woche, ohne da alles leer zu kaufen. Weil ich halt jetzt dann noch mehr Bananen essen muss als jetzt. Ja, eigentlich nicht. Nee, 2, 3, ja, doch, ein bisschen mehr vielleicht. Bestimmt so 20 Kilo in der Woche und mehr haben die da, glaube ich, gar nicht stehen. Ich glaube, eine Bananenkiste ist 18 Kilo. Und die haben mich letztes Mal schon darauf angesprochen, als ich da 12 Kilo drauf, oder nee, 12 Sträuße drauf gepackt habe. Das waren, glaube ich, 16 Kilo oder so. Und da muss ich dann jetzt wirklich mal anfragen, ob ich da eine Kiste bestellen kann, aber ich glaubt er nicht, weil die dann wahrscheinlich vermuten, dass ich das irgendwie gewerblich weiterverkaufen will und ich weiß nicht, wie ich da überzeugen kann, dass ich das nicht tue. Und ich weiß auch nicht, wo ich andersher jetzt Bananenkisten herkriege für den Preis. Also ich muss halt dann, genau, der Preis sind dann 1,70 € beim Netto und dann, also wenn ich das durchziehen will mit 95% Rohkost, dann muss ich, bin ich auf diese Bananen angewiesen, wegen dem Preis, weil das sind dann halt schon zusammengerechnet auf den Monat 24 € Differenz. Zu den 2 Euro pro Kilo. Das ist dann halt so eine Basis. Die zweite Basis, die ich jetzt rausgefunden habe, sind konventionell erzeugte Honigmelonen. Die schmecken mir eigentlich ganz gut. Und konventionell erzeugt sind die nicht mit Pestiziden belastet, weil die nicht gespritzt werden müssen. Das ist das Gute daran. Und die kriege ich beim türkischen Händler in der Nachbarstadt. Da müsste ich dann regelmäßig hinradeln. Boah, die Augenringe sind wieder krass. Dann wieder so spät. Naja, ist alles gerade ein bisschen schwierig. Kann ich auch gleich was zu erzählen, wie auch der allgemeine Fortschritt so ist. Boah, ich weiß echt nicht, wie ich das Video nennen soll. Ich werde wahrscheinlich auch nach dem Video vergessen, wozu ich alles was erzählt habe und dann muss ich das alles nochmal anschauen, damit ich weiß, wie ich das nenne. Genau, Honigmelonen und beim Türken in der Nachbarstadt kriege ich eine Honigmelone für sage und schreibe 50 Cent. Und eine Honigmelone hat laut chronometer.com 460 Kalorien circa. Und das entspricht einem halben Kilo Bananen. Und ein halbes Kilo Bananen kostet halt im Supermarkt 80 Cent, also ist die Honigmelone nochmal günstiger, weil halt auch konventionell erzeugt ist. Und davon müsste ich dann, ja, das würde ich dann jeden Tag zum Frühstück essen, 2 Stück circa. Dann würde ich halt Bananen zum Mittag essen und zum abends dann Bananen mit Spinat oder der wäre dann tiefgefroren, das dann halt nicht. Rohkost, das sind dann die fehlenden 5% circa. Und bei den 5% kommen auch noch vielleicht so ein paar Hanfsamen oder so rein. Für Zink, Omega-3 und Proteine ein bisschen. Weil ich weiß nicht, ob ich die Hanfsamen, ob die roh verkauft werden. Ich glaube eher nicht. Sondern dass sie vorher abgekocht werden. Und, ne, oder, also entweder ein Smoothie aus Banane-Spinat oder Banane-Mango-Spinat oder Banane-Grünkohl oder irgend so eine Kombination. Und die aber halt nicht jeden Tag immer so das gleiche, sondern
was damit noch rein kann, als ergänzende Frucht, die ich aber halt nicht, in Englisch sagt man on staple, kaufe. Also, was keine Hauptmahlzeiten ergeben, das sind einmal Bio-Datteln und konventionelle Mangos. Konventionelle Mangos sind ähnlich weniger schlimm, aber die von Aldi, habe ich ja schon mal erzählt, die vertrage ich nicht. Und die vom Netto noch weniger, die ist sogar ungenießbar. Die vom Netto riecht schon nicht so gut, die schmeckt schon nicht so gut. Aber die vom Türken schmeckt relativ gut und die muss ich nochmal ausprobieren. Die kostet auch pro Stück 50 Cent, hat aber nur 200 Kalorien pro Stück, also leicht teurer als die Bananen. Aber wenn ich die halt mal so einbaue, so zwei Stück in einen Smoothie reingebe oder sowas, oder zusätzlich esse, die kann man gut mit Bananen kombinieren. Das ist, glaube ich, auch genau, ist eine Sub-Acidic Fruit. Die kann man auch gut mit kombinieren mit süßen Früchten halt. Dann kann ich die einfach mal zwischendurch essen und die Datteln, die werde ich, wenn. Also Trockenfrüchte ist für mich dann auch so ein Backup-Plan. Weil, genau, da fällt mir schon wieder ein, was ich noch eigentlich erzählen wollte, was ich angeschnitten hatte. Ich habe halt immer dieses Gefühl, dass das halt nicht optimal ist. Das hatte ich dann. Ja, genau, da, wo ich gesagt hatte, wo ich nicht mehr wusste, wo ich ansetzen oder weiter erzählen sollte und dann was anderes erzählt habe, da war ich eigentlich, weil ich so mega ausschweife immer oder aushole. Also da habe ich ja erklärt, dass ich schon immer bei gewissen Lebensmitteln das Gefühl hatte, dass das nicht optimal ist für den Körper und sowas. Und das Gefühl, was optimal ist, habe ich eigentlich nur bei Obst und Gemüse, was roh ist. Und da fühle ich mich bei jedem Bissen auch richtig geil dabei und weiß, dass ich das Beste meinem Körper zufüge. Mal Trockenfrüchte habe ich das schon nicht mehr und bei Säften auch nicht. Deswegen werde ich Trockenfrüchte als Backup-Plan einbauen, in erster Linie halt Datteln. Und die sind halt gut, wenn ich Sport mache, wenn ich jogge, dass sie dann nach jeder Stunde des Ausdauersports 500 Kalorien an Datteln reinhauen. Oder waren es 600 oder sogar 800? Ne, ich glaube 500 oder 600. Und halt auch nach dem Sport geht das ganz gut. Und halt Mangos kann ich einbauen. Und alles andere dann wirklich nur sehr selten. Vielleicht kann ich Birnen einbauen, aber die muss ich dann schälen, weil die sind, glaube ich, an der Schale gespritzt. Da muss ich mich nochmal informieren. Auf jeden Fall vertrage ich die ohne Schale relativ. Ich weiß es nicht ganz genau. Das muss ich auch noch weiter ausprobieren. Aber das finde ich auch das Spannende daran, ehrlich gesagt. Genau, und wenn die bei Lidl oder bei Aldi Bio-Orangen haben, die kann ich dann auch einbauen. Die sind doppelt so günstig als im Bioladen oder Demeterhöfen. Die kosten pro Kilo 1 Euro. Da kriege ich halben Liter Saft raus und ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien das gerade sind. Auf jeden Fall 50% teurer circa als Bananen, also werde ich den auch nur so ein bisschen einbauen vielleicht. Und dann muss ich, vielleicht kriege ich noch günstig Ananas. Ich guck mal kurz, ich glaube Ananas hat 43 Kalorien pro 100 Gramm. Ich gebe am besten mal eine ganze Ananas bei Chronometer ein, obwohl ich mir dann nie sicher bin, ob die da die Lebensmittel komplett, also ganz reinpacken in den Analyse-Mixer, also alles zermixen und dann die Kalorien berechnen. Oder ob die Schale abrechnen, das weiß ich nicht. Weil dann gibt sich zum Beispiel, also ich habe das ausgerechnet, dass ich aus 1 Kilo Orangen 500, das habe ich gemessen, 500 Milliliter Orangensaft kriege. Aber wenn ich 1 Kilo eingebe bei Chronometer, an Orangen kriege ich ein ganz andere Kaloriengedöns raus, als wenn ich nur 500 Milliliter Orangensaft eingebe, rohen Orangensaft. Deswegen bin ich da ein bisschen verwirrt. Ananas. Ach nee, ist ja Pineapple. Pineapple Raw Fruit. Eine Frucht hat genau wie eine Honigmelone circa 450 Kalorien. Also wenn ich hier auch so für 50 bis 75 Cent kriege, kann ich die auch noch als Stapelfrucht einbauen, weil die auch nicht so gespritzt wird. Ich vertrage wirklich Ananas ganz gut vom Aldi zum Beispiel.
Aber da kostet die 1,09 €. 1,09 € wären circa 2,20 € pro, ja, als wenn es Bananen wären, sage ich mal so, die 1,70 € kosten. Das heißt 10, 20, ja, ich bin total müde gerade. Was hatte ich gesagt? 2,20 €, ne? 30% teurer circa. Also wenn ich die irgendwo noch günstiger kriege, vielleicht, ne, beim Türken habe ich glaube ich keine gesehen gehabt letztes Mal. Dann kann ich das, kann ich auch Ananas essen, dann kann ich da mehr wechseln, auch Smoothies machen, das wäre ganz geil. Dann hätte ich nämlich wirklich 1, 2, 3, 5 verschiedene Früchte, die ich regelmäßig essen kann. Das ist auch nicht weniger als jetzt momentan vom Finanziellen her. Finanzieren. Was haben wir noch? Trauben pro Kilo. Grapes. Wie viele Kalorien sind ein Kilo Grapes? 700, ne, das ist dann zu teuer. Die kann ich dann auch nur ab und zu essen, weil die kosten 2 € pro Kilo und das sind nur 700 Kalorien. Und ein Kilo Bananen sind 930 Kalorien für 1,70 €. Papaya habe ich noch nirgendwo gefunden. Da muss ich mal in Real gehen oder Edeka, aber ich glaube, da sind die auch teuer. Und alles andere an Früchte, was ich bisher gesehen habe, sind viel zu teuer. So, und ja, dann werde ich mir noch weiterhin beim Demeterhof regionalen Grünkohl holen und gefrorenen Spinat, weil der frische viel zu teuer ist. Und ja, dann hätte ich eigentlich auch das Grobe schon. Und geldtechnisch her sieht es so aus bei 5000 Kalorien, dass ich dann circa bei 235 € im Monat wäre. Und das könnte ich noch irgendwie hinkriegen. Genau, nee, bin ich nicht. Sondern nur, wenn ich, das habe ich mir vorgenommen, 1000 Kalorien von 5000, also ein Fünftel aus Rohrohrzucker konsumiere. Ich weiß gar nicht, wie da die Rohqualität ist von Zucker, aber das ist ja eigentlich eh nur ein Makronährstoff und da kann ja nichts durch Kochen irgendwie, glaube ich, denaturiert werden. Okay, die kristalline Form des Zuckers aber kann verändert werden. Aber ich glaube, das ist meist nicht so beim Zucker, den man so im Handel kriegt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, weil ich ja sowieso nur so viel Kalorien esse, weil ich so viel Sport mache, kann ich auch die Kalorien, die Hälfte der Kalorien, die ich mehr mache durch Sport, also ich mache, also eigentlich braucht man so 3000 Kalorien als Mann bei dem Lifestyle und 2000 Kalorien nehme ich halt zusätzlich zu durch den Sport und die Hälfte davon würde ich dann durch Zucker, also durch Kristallzucker einfach konsumieren, mit Wasser vermischt, weil das auch das beste Sportgetränk allgemein. Und das ist eigentlich circa das gleiche wie Saft, nur dass halt ein paar Vitamine weniger drin sind. Aber sonst ist Saft halt auch nur Zuckerwasser mit Geschmack und ein paar Vitaminen. Und dann könnte ich das halt nach dem Sport zur Regeneration verwenden und während des Sports. Und weil Zucker ist halt extrem günstig, Biozucker glaube ich 34 Cent pro 100 Gramm, das sind pro Kilo 3,40 €, aber ein Kilo sind 4000 Kalorien, also mehr als das Vierfache von Bananen. 3,40 €, 1,70 €, ja, ist mehr als um die Hälfte, mehr als um die Hälfte günstiger als Bananen auf die Kalorien bezogen. Aber ein Fünftel weiß ich, da muss ich noch rumprobieren, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel ist. Und ich kann den Zucker halt auch gut zu Bananensmoothies hinzugeben, weil die Bananen halt nicht ihren natürlichen Zuckergehalt beinhalten, weil die total unreif gepflückt werden. Den kann ich eigentlich überall reinpacken. Das ist dann,
auch nicht Rohkost in dem Sinne, denke ich mal, weil das halt ein Auszugsgedöns ist. Aber da sehe ich halt keine Probleme, weil das für den Sport sogar fördernd ist. Da braucht man nach dem Sport gar nicht diese Ballaststoffe. Obwohl man braucht die Mineralstoffe, das schon. Das ist gut, dass man nach dem Sport dazu Kalzium und so was reinkriegt. Ja. Das könnte schon ein Nachteil sein. Überlege ich gerade. Aber das Wichtigste für die Regeneration sind erstmal die Kohlenhydrate. Und die Mineralstoffe kann ich auch noch dann zum Abendessen über das Gemüse halt reinbringen. Abgelenkt. Und ja, insgesamt werde ich auf jeden Fall dadurch genug Ballaststoffe, Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Enzyme und Chlorophyll, was sehr reinigend wirkt, zu mir nehmen, was auch nur in rohem Blattgemüse zu beziehen ist, aus rohem Blattgemüse. Ja, weil ich insgesamt genug von dem haben werde, sehe ich das mit dem Zucker halt nicht ganz so kritisch. Die andere Sache ist noch bei Zucker, wenn das halt nicht mit Ballaststoffen, zum Beispiel in Form von Obst konsumiert wird, dass der Blutzuckerspiegel zu schnell in die Höhe kickt und sowas. Aber für nach dem Sport ist das halt genau förderlich. Und auch während des Sports nimmt man ja auch so als Halbmarathonläufer und sowas Zuckergel zu sich. Deswegen sehe ich das dann nicht ganz so problematisch. Und halt viel besser, als wenn ich stattdessen zwar Whole Foods konsumiere, aber stärkehaltige Lebensmittel wie Kartoffeln oder sowas. Und Zucker ist dem einfach deutlich überlegen. Und das ist halt eher so mein Ziel. Also die Motivation ist halt, Stärke rauszulassen und und 100% die Kalorien, ja nicht 100%, 95% circa die Kalorien oder die Carb-Kalorien zu 95% aus Zucker zu beziehen, also die Kohlenhydrate, nicht mehr aus Stärke. Aber auch halt wie gesagt das Chlorophyll, was vitalisierend und reinigend wirkt und die ganzen Enzyme. Und weil es halt nicht denaturiert ist und Zucker kann, glaube ich, meiner Meinung nach, er wird nicht denaturiert, wie man es im Handel erhältlich ist, aber ich bin nicht ganz sicher. Schlimm ist das halt bei anderen, bei komplexeren chemischen Strukturen und bei Proteinen zum Beispiel. Ja. Was noch geht, also wenn ich das mit dem Zucker mache, dann bin ich bei ca. 235 Euro bei 5000 Kalorien im Monat. Ich habe ca. 200 zur Verfügung. Vielleicht kann ich irgendwas noch verkaufen und so, dass ich insgesamt auf 220 komme. Dann gibt es noch solche Ideen wie gesprossenen Buchweizen. Das wäre dann halt ein Stärkeprodukt. Aber da hätte ich dann halt noch den Vorteil, dass die Enzyme da sind, dass der Körper das deutlich besser trotzdem verarbeiten kann. Weil die Strukturen nicht denaturiert sind, die Proteine nicht denaturiert sind und auch folglich besser verdaut werden kann alles. Ich weiß nicht, also es ist ein Knöterichgewächs, ob das dann genauso schnell verdaut wird wie rohes Gemüse, was auch 10 Stunden braucht, wieder rauszukommen. Ein gekochter Buchweizen braucht halt circa, ich weiß es nicht, also Getreide halt 24 Stunden, aber ist ja nur ein Pseudogetreide. Auf jeden Fall wird es trotzdem wahrscheinlich doppelt so schnell verdaut werden, falls das so verdaut wird, dann auch wie rohes Gemüse, aber da habe ich mich noch nicht informiert. Das muss ich noch machen. Das wäre dann halt so eine Alternative, wenn es geldtechnisch nicht geht, weil Buchweizen relativ günstig ist. Aber es ist halt, wie gesagt, kein Zucker, keine Zuckerkohlenhydrate. Dann gibt es halt Wildkräuter, die man besonders im Frühling und Sommer sammeln kann. Aber ich glaube auch im Herbst. Ich habe mich auch nicht informiert. Die kriege ich dann halt für kostenlos. Und fürs Gemüse zahle ich ca. 40 Euro im Monat. Und vielleicht kann ich die Hälfte von meinem Gemüse aus Wildkräutern beziehen, die auch sehr nährstoffreich sind, sogar noch qualitativer sind, als wenn ich die mir irgendwo kaufe. Auch noch bessere Frische haben, dass ich dann noch 20 Euro sparen kann vielleicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ein paar Dinge selber anzubauen natürlich. Und ach
Ja, ich sehe hier auch gerade Kiwis, kann man auch konventionell kaufen. Vielleicht sind die auch ganz gut. Und im Sommer gibt es halt auch Fruchtfelder, zum Beispiel Erdbeerfeld, wo man arbeiten kann und sich halt eine Mahlzeit gönnen kann. Es gibt Obstbäume, die auch im Internet gelistet sind, auch von Privatleuten, die sagen, dass ich mit so viel nicht, dass ich alles selber verwerten kann und deswegen kostenlos abgeben. Da habe ich auch schon einige Sachen gefunden. Da kann ich mir dann bestimmt einige 10, 20, 30 Kilo kostenlos holen. Und damit spart man extrem viel. Ich rechne das gerade mal um. Wenn ich schon 10 Kilo habe, sind das circa 20 Euro oder so. Und wenn es Äpfel sind, sogar noch mehr, weil die relativ teuer sind. Und wenn ich das bei mehreren mache, dann kann ich da schon einige sparen. Zumindest im Sommer. Und Frühling vielleicht. Ich weiß nicht, wann die alle die Früchte. Es ist halt unterschiedlich, wann die Früchte reif sind. Ja, und dann gibt es noch. Ich weiß nicht, ob es auch hier so Bauernmärkte gibt irgendwo. Und dann gibt es halt noch Wochenmärkte, wo ich gucken kann. Zumindest nach den Früchten, die konventionell erzeugt, okay sind. Ja, das ist so das grobe Konzept. Ich habe da halt schon fünf verschiedene Früchte, aber zwei davon oder drei davon mit der Ananas sind, die ich halt viel jeden Tag konsumieren müsste sozusagen. Und dann als Gemüsebasis Grünkohl und gefrorener Spinat. Und dann baue ich noch vielleicht sowas ein, wie halt ein paar Hanfsamen irgendwann oder sowas. Aber halt wirklich nicht viel von. Haben halt sehr viel Zink und Omega-3, was ganz wichtig ist, und Protein auch. Aber ich versuche trotzdem den Fettanteil so auf 5% von den Kalorien zu halten. Und ja, vielleicht ist das auch noch wie Sesam oder so. Und andere Früchte kann ich dann halt von Zeit zu Zeit einbauen. Und mit dem gesprossenen Buchweizen muss ich mal gucken. Am meisten haken wird's daran, dass ich komischerweise zu faul bin, mit dem Fahrrad dann dreimal die Woche in die Nachbarstadt zu fahren und mir die Sachen da zu holen, weil ich im Straßenverkehr extrem unsicher bin, weil viele Autofahrer einfach total rücksichtslos fahren und weil ich immer halt verträumt bin und gleichzeitig total gestresst bin dadurch, durch meine Reizüberflutung und ja, mir das überhaupt nicht gut tut, sowas. So befahrener Straßenverkehr und so. Das mag ich überhaupt nicht. Und zweitens, dass die wahrscheinlich nicht so viel Honigmelonen haben werden, wie ich brauche. Wenn ich zwei davon am Tag esse, muss ich ja jede Woche da 14 Stück mitnehmen. Das könnte auch sein. Dann müsste ich die auch fragen, ob die extra für mich welche bestellen und ja, da bin ich mir halt nicht so sicher, ob die Leute das machen oder nicht eher denken, dass ich damit weiterhandeln will. Das muss ich da alles noch gucken. Genau, und dann gibt es noch, fällt mir gerade ein, eine Seite, wo dann ganz viele andere Vorteile noch stehen von Rohkost. Da wollte ich mal kurz was vorlesen. Nee, das ist es nicht. Wahrscheinlich habe ich die schon geschlossen. Ich weiß aber noch, wie die heißt. Das ist die Internetpräsenz von jemandem, den ich gestern einfach auf einem als YouTube-Kommentar sozusagen entdeckt habe. Und zwar von Fruchtstrahl, so heißt der YouTube-Account auch. Und die Seite verlinke ich einfach unten drunter. Ich wollte mal ein paar Sachen vorlesen. Was ist möglich? Da war noch irgendwo auch eine Zusammenfassung. Ja, dass man an ernsthafte Krankheiten erkrankt, wird auf unter 0,1% fallen. Man wird mit einer fettarmen Ernährung automatisch ideale Gewicht erreichen, egal ob man dafür zunehmen oder abnehmen muss. Testosteronwerte werden ansteigen. Sportliche Höchstleistung, was also mein Hauptziel ist, neben Energielevel.
Intelligenzsteigerung. Angeblich, ja, es ist auch mit der Studie hier hinterlegt, ist aber alles kritisch zu sehen natürlich. Und die Lebenserwartung, die soll angeblich auf mindestens 120 Jahre steigen, wenn nicht sogar bis auf 150 Jahre. Da stehen dann auch die Gründe dabei und sowas, und dass die denaturierten chemischen Strukturen, vor allem die Proteine der Kochnahrung, dass damit die Nieren dauerhaft überfordert sind. Was man zum Beispiel auch an meinen Augenringen sehen kann. Das steht da jedenfalls, dass das ein Hinweis dafür ist. Und ich kenne eigentlich fast nur Leute mit Augenringen. Und ich hatte auch schon immer Probleme mit der Niere. Ja, ich verlinke einfach mal die Seite. Ich will jetzt da nicht ellenlang was vorlesen. Das Video auch langsam beenden. Ah, jetzt könnte ich. Boah, man sieht ja gar nichts eigentlich. Ich könnte noch ziemlich viel erzählen. Nee, könnte ich nicht, sondern. Ich wollte es ja. Ich weiß nicht, was ich abschließend dazu sagen kann. Hier habe ich übrigens Hefeflocken. Sind ziemlich lecker. Irgendwas abschließen. Ich bin auf jeden Fall gespannt natürlich. Okay, das ist jetzt ziemlich schlecht als abschließen. War ziemlich langweilig, meine ich. Natürlich bin ich gespannt, was denn sonst? Verspannt. Ja, ich bin aber wirklich gespannt, ob ich das hinkriege, wie zeitig ist, dass ich das hinkriege. Oder schon so in den nächsten. Genau, jetzt fällt mir wieder ein. In den nächsten Monaten will ich das schon hinkriegen. Und ich bin auch gerade dabei, das kann ich jetzt auch noch hier mit reinnehmen, gerade dabei endlich diese Selbstsabotage zu überwinden, mit, dass ich mir nicht so viele Kohlenhydrate, also Kalorien erlaube. Ich esse zwar schon, dann schon 4000 Kalorien oder sowas, aber wenn ich halt viel Sport mache, brauche ich noch viel mehr, und das konnte ich eigentlich nie glauben und auch teilweise halt mir selber nicht eingestehen. Aber es ist einfach so, und da bin ich jetzt seit heute erst dabei, mir wirklich so viel zu essen, bis ich satt bin. Und das hat vorhin beim Joggen auch viel besser geklappt. Da bin ich in 5:12 Pace gelaufen, und das kam ja wie Grundlagenausdauer 1, war so übersetzen für Leute, die nicht so viel joggen oder sich damit beschäftigen. Das kam mir vor wie Extens, das ist auch so ein Wort. Auf jeden Fall leicht kam mir das vor. Es kam mir nicht mittel vor, nicht zügig, das war vor ein paar Monaten noch zügig. Und letztens war es mittel, das kam mir wirklich leicht und einfach vor. Und ich habe so viel Kartoffeln gegessen, bis ich das Gefühl hatte, ich platze. Also ich habe mich nicht schmerzhaft überfressen, aber so viel wie ich Hunger hatte. Ich habe Pause gemacht, dann weiter rein, die Kartoffeln weiter rein. Aber ich habe dann nach 2 Stunden circa wieder Hunger gehabt, weil der Körper sich jetzt langsam immer das nach und nach das wiederholt, was ich ihm die ganze Zeit verweigert habe. Und deswegen bin ich jetzt nicht so viel gelaufen, um mich nicht schon wieder kaputt zu hauen, obwohl ich mir sonst immer sage, ja, kann gar nicht sein, dass ich so viel brauche und das müde bist, ist nur, weil du rumheulst, also zieh das jetzt durch und du musst das jetzt durchziehen und sowas. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das hat mich die letzten 5 Monate auch nicht viel weitergebracht, habe ich jetzt gemerkt. Und ich werde jetzt wirklich immer so viel essen, bis ich das Gefühl habe zu platzen. Also nicht ganz halt, also nicht, dass das so schmerzhaft wird, aber so viel, wie der Körper mir wirklich sagt, dass er an Kohlenhydratkalorien verlangt. Und damit fühle ich mich dann, glaube ich, im Energie. Jetzt habe ich schon wieder zu wenig Kohlenhydrate, aber auch wie im Lauf jetzt wieder. Aber ich kriege jetzt einfach nicht mehr rein, weil ich halt auch halt diese Kartoffeln gegessen habe am Abend. Und dann habe ich mir für nach dem Laufen nochmal Kartoffeln gemacht. Und das ist mir einfach zu viel Stärke. Das kann ich einfach nicht so schnell verdauen. Da kommt die Verdauung einfach nicht hinterher. Das ist halt auch so ein Grund, warum ich auf Einfachzucker, komplett auf Einfachzucker umsteigen will. Und ich kann halt keine Einfachzucker zu 1, 2 Stunden nach Stärke essen, weil der Zucker viel schneller verdaut wird und sich dann irgendwann vermischt und dann dadurch Blähungen entstehen und Verdauungsprobleme und so weiter. Deswegen muss ich nochmal Kartoffeln essen.
Davon habe ich aber noch nicht mehr so viel reingekriegt, deswegen bin ich jetzt auch wieder an der Carbs, obwohl ich an dem Tag dann circa 4000 Kalorien gegessen habe. Aber ich brauche eigentlich schon fast 4000, wenn ich fast nichts mache, weil ich erstens so viel wiege und die Muskulatur ziemlich viel. Besonders meine Beine sind so immer noch so krass hypertrophiert und der Rücken danach. Arme habe ich fast nie trainiert. Und ja. Genau, Muskelmasse verbraucht doppelt so viel Kalorien wie Fettmasse. Also wenn ich jetzt 86 Kilo wiegen würde als Person, die viel Fett hätte oder sowas, dann wäre es nicht ganz so viel, aber wenn das sehr viele Muskeln sind, dann braucht man schon viel Kalorien und das ist nachgewiesen beim ADS-Gehirn, dass ein ADS-Gehirn viel mehr Zucker verbraucht, weil man die ganze Zeit nur am Denken ist, hyperaktiv ist und so weiter. Und da brauche ich schon, wenn ich fast nichts mache, schon 4000 Kalorien am Tag. Und da werde ich mich jetzt auch nie mehr zurückhalten mit dem Essen und keine Angst mehr vor Kohlenhydrate haben. Also ganz konsequent, das hat man sowieso nicht mit dem Lifestyle, aber hatte ich trotzdem noch ein bisschen, weil viele dann auch sagen, man kann trotzdem zunehmen mit dem Lifestyle und ich empfehle zwar so viel zu essen, wie ihr wollt, aber wollt ihr wirklich so viel essen? Das ist für mich schon fast schon so Manipulation, so psychologische Manipulation. Wollt ihr wirklich so viel essen? Eigentlich habe ich gar keinen Bock, so viel zu essen, aber mein Körper sagt mir halt, dass er es das braucht. Und deswegen will ich das machen und ich fühle mich damit auch besser. Besonders wegen der Entgiftungsphase habe ich nicht so viel Bock, aber trotzdem entgifte ich effektiver und schneller, wenn ich die Energie dazu auch habe. Sag ich mal so. Und ich kann halt auch insgesamt mehr essen, wenn ich einfach Zucker nehme, weil ich halt schnell verdaut werden können, einfacher verdaut werden, schneller regeneriere und so weiter. Ja. Und dann werde ich wahrscheinlich konstant auf circa 5, also ich habe jetzt 5000 Kalorien gesagt, ich könnte auch auf 6000 gehen mit dem Sport alleine, aber das wäre dann wieder halt zu teuer. Und ich denke nach, wenn ich das ein, zwei Jahre durchmache, könnte ich auch konstant auf 7000 Kalorien gehen. Aber das ist schon so hart die Grenze, ab da wird es dann ungesund und das soll ja ein gesunder Lifestyle sein. Ich will natürlich auf Leistung trainieren, aber ich will auch nicht, dass meine Gesundheit gleichzeitig stetig runtergeht, wie bei meinem Kraftsport im letzten Jahr, wo ich nur Crap gegessen habe. Jeden Tag verarbeitete Produkte, jeden Tag Soja, Weizen, Fett und so weiter. Und zu wenig Kohlenhydrate, viel zu wenig. Und Chips fast jeden Tag. Was ich mir dabei gedacht hatte. Ich weiß schon, was ich mir dabei gedacht hatte, aber darum soll es in dem Video nicht gehen. Wo war ich? Undercard. Ja, ich denke mal, das habe ich auch bei Durian Rider gesehen, wenn im letzten Monat, wo der konstant 7.000 bis 8.000 Kalorien gegessen hat, dass er nach dem Monat schon richtig krass fertig war. Also, ich mache es halt erstmal mit 5.000, das muss reichen. Manchmal kann ich halt auch auf 5.500 hochgehen von mir aus. Also der allerletzte Schritt wäre auf jeden Fall sich einen Job anschaffen. Das wäre der allerletzte Schritt. Das mit den Fruchtfeldern ist schon grenzwertig. Allein wegen so ein bisschen Sozialphobie noch und ja, weil ich Arbeiten einfach hasse. Also die rein physikalische Definition von Arbeit liebe ich über alles, aber die so in der Gesellschaft am meisten ja, durchgeführt wird, ist das. Hasse ich einfach total. Ist meistens halt auch sinnlos, finde ich. Aber ist auch wieder ein anderes Thema. Beziehungsweise am Rande hat es natürlich schon nichts damit zu tun. Boah, ich wünsche, ich könnte jetzt meinen schönen Zucker essen, aber ich muss noch warten, damit die Stärke mehr verdaut wird. Ansonsten würde ich mir jetzt 1 Liter Apfelsaft oder so reinhauen. Oder zwei. Also ich merke schon, dass das ganz geil ist, wenn ich auch eine ganze Mahlzeit aus Saft beziehe oder Zuckerwasser und sowas, aber es ist halt nicht optimal. Ich fühle mich dabei auch nicht gut und muss dem Körper so zureden und sowas, sage ich mal, dass er da auch nicht blockiert, weil ich habe das oft, dass das dann irgendwie so blockiert und dann irgendwie Energieknoten oder sowas. Ich habe davon keine Ahnung, auf jeden Fall fühlt es sich so an, dass sie dann blockieren und die Energie nicht weitergeben und das muss ich dann aktiv, meditativ sozusagen verändern. Wenn mein Körper halt wirklich
mir sagt die ganze Zeit, ich will nur natürliche, ganzheitliche Lebensmittel. Und muss ihn dann aber mit dem Verstand halt sagen, dass das erstens nicht möglich ist und zweitens, ja, auch so geht, wenn er das nur will, auch wenn es nicht ganz optimal ist, sag ich mal so. Ich denke auch, dass ich damit beeinflussen kann, ob ich Reis wieder vertrage oder nicht. Also ich habe es wirklich so nach einer Reismahlzeit, dass ich 3 Tage lang Blähbauch habe und gar nicht mehr auf Klo muss, obwohl ich 3 bis 4 Mal groß auf Klo gehe am Tag. Ohne Durchfall halt. Und bei Kartoffeln ist das auch schon, soweit habe ich auch schon gemerkt, wenn ich jetzt nicht dagegen sozusagen mit meinem Körper aktiv damit arbeite, nach so einer Mahlzeit, dann würde ich das auch nicht mehr so gut vertragen. Aber ja, mein Körper sagt mir eigentlich schon halt, was richtig ist. Da muss ich halt eigentlich gar nicht so groß mit dem Verstand angehen. Aber ich finde, mit dem Verstand halt ist es ganz gut, dass man das dann halt auch so überprüfen kann. Und dann wieder rücküberprüfen kann, wiederum mit dem Körper und so weiter. Das finde ich halt auch ganz wichtig, sage ich mal so. Beziehungsweise, vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Das ist wahrscheinlich einfach nur deswegen, weil ich, so wie die meisten anderen, das Vertrauen verloren habe in dem Körper. Was aber eigentlich ganz fatal ist. Das ist einfach wegen der Leistungsgesellschaft auch und sowas. Auch ein anderes Video. Ja, ist auf jeden Fall so ein Ziel und in Europa ist das relativ schwierig. In den USA ist es ziemlich einfach. Da sind organische Früchte, also Bio-Obst, ums 4- bis 10-fache günstiger, wenn man es im Farmers Market besorgt. Das ist richtig krass. Kriegt man ein Kilo Orangen für 25 Cent oder sowas schon. Also ab 25 Cent. Das ist richtig krass. Wenn man es halt in Masse bestellt am Farmers Market und saisonal, regional. Ja, gibt es sonst noch was? Ja, mit dem Sport habe ich da einiges vor. Genau. Fällt mir dann auch dazu ein. Ein weiterer Grund, warum ich das machen will, falls überhaupt noch jemand guckt. Und ich werde das auch als ein Part diesmal hochladen. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall. Ja, ich mag halt dieses Ganzheitliche, sag ich mal so. Dass man sich. Dass das, sonst hat man auch wieder alles vergessen vom ersten Part. Wenn man danach den zweiten erst später anguckt, würde ich sagen. Und wenn dann das wirklich interessiert, dann kann man halt auch mal, wenn man nicht genug Zeit hat, gleichzeitig auf Pause machen und dann irgendwann anders weiter gucken. Aber wenn dann das wirklich interessiert, dann guckt man wahrscheinlich auch alles. Und wenn einen das eh nicht interessiert, dann ist das auch Quatsch, wenn dann nur der erste Part geguckt wird. Deswegen alles einfach so komplett hoch. Genau, was ich noch sagen wollte ist, ich habe da wirklich hohe Ambitionen, sage ich mal, und will dann auch versuchen, diesen Lifestyle allgemein so ein bisschen zu pushen, indem ich halt durch so viel Sport irgendwann eine Leistungsfähigkeit erreicht habe. Auch Zeiten erlaufen konnte, aber gleichzeitig halt immer noch ganz gut Kraft habe und sowas, halt zeigen kann, wie vorteilhaft der Lifestyle ist und dann auch so mein Training schildern kann, wie viel ich mache, was sonst eigentlich nur vielleicht Olympia-Athleten machen. Die meisten Olympia-Athleten essen zwischen 5 und 7.000 Kalorien und dann wäre ich dann halt, und wenn ich dann auf dauerhaft 6 bis 7.000 Kalorien kommen, wäre ich da schon ein bisschen besser als viele Olympiathleten, die alle dopen. Und die krassesten sind, glaube ich, bei 9.000 Kalorien, aber auch nur ich glaube, in der direkten Vorbereitung auf irgendwelche Wettkämpfe und Olympia selber. Was 9.000 ist natural nicht dauerhaft möglich. Also diese Kalorien auch zu verwerten. Aber wo da genau die Grenze ist, weiß ich nicht. Da, das finde ich auch so spannender daran, es sind halt noch nicht wirklich viele, also es sind allgemein halt nicht viele, die den Lifestyle machen und noch viel weniger, die das auf Rohkost machen und noch viel weniger, die sich dafür Sport interessieren und noch viel weniger, die sich dafür interessieren, die dann versuchen, die Grenzen zu erreichen und noch viel weniger, die dann dauerhaft versuchen, die Grenzen zu erreichen. Deswegen ist das eigentlich schon was ganz Besonderes, wenn ich das versuche und vielleicht, ich habe da keine konkreten Vorstellungen, habe ich sowieso nie, aber vielleicht ergibt sich dann halt irgendwas. Dass man es irgendwie so pushen kann und auch selber halt in seiner Entwicklung weiterkommt und andere inspirieren kann und motivieren kann. Dadurch einfach, dass ich vielleicht dann irgendwann 15 Minuten auf 5 Kilometer laufe oder sowas, was eigentlich mit meinem Gewicht schon unmöglich ist.
Bei kurzen Distanzen bin ich halt noch viel besser, obwohl Rohkost halt eher die Ausdauer steigert und weniger die Geschwindigkeit, aber für Ausdauersport mehr Ausdauer haben ist immer gut. Auch für kürzere Distanzen, denke ich. Weil mit Beinkraft und sowas und Geschwindigkeit habe ich null Probleme. Also ich laufe ohne irgendwann mal Sprint trainiert zu haben, habe ich nach einem 12,5 Kilometer Lauf mal einen Sprint gemacht auf 100 Meter. Es waren, glaube ich, 99 Meter oder 99,5 Meter. Auf jeden Fall habe ich es nur mit Google Maps halt berechnen können. Das waren 11,6 Sekunden. Der ganze Lauf davor hat sich auch angefühlt wie so ein Aufwärmen irgendwie, obwohl er zügig war. 11,6 Sekunden als jemand, der das nie trainiert, ist eigentlich schon richtig geil. Wenn ich also natürlich habe ich auch Kniebeuge und so gemacht, explosive Kniebeuge, das bringt natürlich was für Sprinten und so. Aber da bei Schnelligkeit habe ich wirklich null Probleme. Und dann werde ich mich vielleicht dann auf die kürzeren, also das muss ich alles noch sehen. Und das Maximalste, das erkläre ich mal kurz, natural, was man bisher so sieht, sind auf 10 Kilometer 30 Minuten. Aber die wiegen dann so 64 Kilo, 66 Kilo, maximal 68 Kilo. Und ich will das halt mit minimal, ich weiß nicht, genau, ich wiege halt jetzt 86 Kilo, auf 80 will ich runter. Vielleicht schaffe ich auch auf 78, wenn ich halt ein bisschen Muskeln verliere. Auf jeden Fall mit dem Gewicht kann man laut meinen Berechnungen, ich habe da so einen Online-Rechner, der aber natürlich nicht genau ist, maximal 34 Minuten schnell sein auf 10 Kilometer. Aber vielleicht kann ich dann halt mit dem Rohkostgedöns noch mehr pushen und dann bin ich zwar trotzdem nicht so schnell wie die schnellsten Naturalläufer, aber kann dann halt gleichzeitig sagen, haha, ich wiege 15 Kilo mehr als ihr und hab gleichzeitig kann ich 120 Kilo Bank drücken oder sowas. Wenn ich mal auf 120 hochkomme. 118 waren. Nee. 118, ich weiß ja gar nicht mehr. Entweder 118,5 oder 120, aber ich glaube 118,5 war das Maximale und dann müsste ich dann aber auch mal wieder hochkommen. Ja, vielleicht kann ich das halt so ein bisschen in Anführungszeichen pushen. Aber es ist schon so, dass als ich vegan geworden bin, genau in dem Jahr gab es einen extremen Anstieg von Veganern und seit ich 80-10-10 geworden bin, gab es auch einen extremen Anstieg von 80-10-10. Also liege ich eigentlich circa genau im Trend. Das finde ich schon ganz cool. Dann auch diese wachsende Community zu sehen und sowas. Ja, das sind so alles mehrere Gründe. Dieses Voranpushen. Ja, also das ist auch schon ein bisschen Testosteron geleitet bei mir. Also ich will auf jeden Fall halt den Leuten beweisen und zeigen, dass das wie optimal das ist und wie gut das ist, wo ich selber gerade noch nicht erfahre, sondern halt nur theoretisch und aus dem Gefühl heraus für mich weiß. Weil ich halt auch immer noch restriktiert habe meine Kalorien, weil das Denken und die Selbstsabotage einfach viel zu sehr noch drin war und drin ist. Da muss ich noch viel mentale Arbeit leisten. Aber ja, ich habe irgendwie schon immer so einen Drang gehabt, Leuten irgendwas zu beweisen. Und da möchte ich aber auch noch was Sinnvolles mitmachen. Weil diesen Drang, das beweisen zu müssen, kann ich natürlich mit dem Verstand irgendwie kompensieren und ausstellen. Aber das auszuleben, da kann man auch argumentieren, dass das Natürliche ist, sowas auszuleben. Und es ist halt auch gar nicht schlecht und hat, glaube ich, von Natur auch irgendwo einen Sinn, dass männliche Personen mit Testosteron ausgestattet sind und dann halt auch gute Sachen, sage ich mal, vorantreiben können. Und da habe ich auf jeden Fall extremen Drang nach und extreme Ambitionen auch. Also keine Extreme, ich will halt nicht, dass das ungesund wird, langfristig gesehen. Dass ich dann vielleicht 5 oder maximal 10 Jahre richtig reinhauen kann, dann kacke ich total ab. Das will ich nicht. Also ich will noch mit über 100 fit sein. Sag ich schon mal so. Und 150 sind auch wirklich mein Ziel. Das sage ich auch ganz offen. Und das schaffe ich wahrscheinlich dann auch nur mit der Rohkost. Aber meiner Meinung nach sind 70% Rohkost schon optimal. Und für jeden auch durchführbar. Und sogar wenn man weniger Rohkost drin hat und nach dem 80-10-10-Prinzip lebt, hat man schon
wird man schon extrem gesund und wird wahrscheinlich auf jeden Fall über 100. Ja, genau, und da könnt ihr dann halt auf jeden Fall gespannt sein. Da kann man gespannt sein, wie sich das entwickeln wird jetzt, wo ich keine Kalorien mehr restriktiere. Und da waren wir über eine Stunde. Und da sagte Movie Maker, splitte ich jetzt mal oder höre ich jetzt auf? Genau, da kann man ja gespannt sein, wie sich das entwickelt. Ich bin selber gespannt und wie das sich mit dem Sport entwickelt, mit dem Energieniveau und wie ich das so aus durchhalte. Wie ich mich dann halt insgesamt verändere. Weil ich dann auch endlich die Sache mit Ernährung dann hinter mir habe, quasi. Also bis zum Ende, fast bis zum Ende, sage ich mal. Aber bis zum allergrößten Ende gegangen bin. Und dann nur noch so kleine Arbeiten dran gefeilt werden und sowas. Ich weiß halt natürlich auch noch lange nicht alles und so. Das ist auch extrem spannend, finde ich. Auch diesen theoretischen Weg, aber auch den Weg zu gehen, finde ich extrem spannend. Das ist halt wirklich so ein Abenteuer ein bisschen. Und ich finde es halt wichtig, erstens Abenteuer zu haben und zweitens auch Challenges zu haben, die einen wirklich halt herausfordern. Und ja, ich brauchte auch wirklich was, was wirklich herausfordert, nicht wo ich vornherein weiß, dass ich das eh schon kann. Wo ich dann halt wirklich an mich so glauben muss, dass ich das kann und so weiter. Eine richtige Herausforderung wäre zum Beispiel auch, irgendwann mal irgendwas mit Mathe zu studieren, weil ich das überhaupt nicht abkann. Das heißt überhaupt nicht, das ist auch total falsch. Aber wenn ich dazu keinen Bezug sehe. Aber ich schaffe ab. Ja. Ich habe es jetzt auf jeden Fall, wo ich heute mal bis zum Platzen gegessen habe, extrem gut beim Lauf gespürt, dass ich Energie endlich mal hatte. Jetzt nach keine Ahnung wie vielen Jahren der Restriktion. Und ja, jetzt habe ich sie leider wieder nicht. Bin noch total müde. Und muss auf jeden Fall auch schaffen, mal früh schlafen zu gehen wieder. Da sind auch die Testosteron-Level am Morgen höher. Deutlich höher. Dann kann ich auch mehr trainieren. Genau, wenn ich meine jetzigen Laufzeiten in den Gewichtsrechner eingebe, so dass ich, dass er mir die Zeiten dafür ausspuckt, wenn ich 20 Kilo weniger wiegen würde, dann würde ich so viel wiegen wie Durian Rider, dann wäre ich schon fast genauso schnell wie er. Wenn man den Rechner Glauben schenken kann. Das finde ich schon richtig krass. Und die Zeiten bin ich gelaufen, da war ich noch nicht mal High Carb. Und da habe ich auch meiner Meinung nach noch nicht mal richtig angefangen. Ich habe eher richtig krass trainiert als richtig lange. Aber da werde ich auf jeden Fall ein bisschen runterschrauben. Erstmal. Genau, ich werde so weit runterschrauben, bis. Also, dass ich immer richtig carb up bin, dass ich immer, dass ich nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt noch mehr Kohlenhydrate, ich brauche jetzt noch mehr Energie, bevor ich ganz gut regeneriert bin, dann werde ich nicht trotzdem einen Lauf machen und den einfach durchpreschen, weil dann sinkt das exponentiell eigentlich ab. Oder das bleibt für eine Woche oder 2 Wochen mal gleich und sinkt dann rapide ab. Das habe ich jetzt meistens immer gemerkt. Aber die Erfahrung musste ich auch machen, um zu wissen, wie der Körper funktioniert und wie mein individueller Körper funktioniert und reagiert und wie das halt alles läuft. Deswegen hab ich jetzt ungefähr 4 Jahre oder sowas die ganze Zeit nur Sachen ausprobiert. Aber warum das auch so lange gedauert hat, ist halt der Hauptgrund, warum das so lange gedauert hat. Vielleicht normalerweise hätte es nach ein paar Monaten bis halben Jahr eigentlich schon fertig sein können, diese Experimentalphase ist einfach diese Selbstsabotage und dieses Restriktieren die ganze Zeit. Und diese Angst vor zu viel Kalorien und sowas, die totaler Quatsch ist, wenn man die Kalorien aus Kohlenhydrate bezieht. Ja, ich könnte aus Bananen natürlich auch Bananeneis machen und die verschieden leicht verarbeiten, die Produkte. Aber gefroren ist, glaube ich, auch schon nicht mehr Rohkost, auch irgendwas abgetötet. Muss ich mich erst informieren noch. Vielleicht wisst ihr ja auch einiges darüber und könnt mir das in den Kommentaren schreiben. Ja, auf jeden Fall kann man da noch einiges. Auf jeden Fall ist das dann immer noch Zucker. Das ist gut. Man kann viele Sachen, viele Früchte auch gut verarbeiten. Dann muss ich nicht jeden Tag immer das Gleiche essen, sozusagen.
wo mich aber auch kein Problem hätte, weil ich liebe einfach den Zucker und das ist das Einzige, worauf ich eigentlich im Endeffekt aus bin. Egal wie der Geschmack so drumherum ist. Das ist dann eher noch so Luxus, finde ich. Der Geschmack so außen drumherum. Also es schmeckt mir halt schon so immer extrem gut. Das finde ich auch wichtig für die psychologische Gesundheit. Aber ich habe da halt trotzdem Prioritäten, sage ich mal. Die Prioritäten ist halt erstmal die Kalorien und die Kohlenhydrate reinzukriegen. Ja. Jetzt habe ich ja auch genug geredet, glaube ich. Und jetzt müssen die Taten folgen. Aber ich mache mir trotzdem nicht zu viel Stress mit. Ich bin sowieso motiviert und ich muss eigentlich nur gucken, dass ich jetzt die Mangos nochmal probiere aus dem türkischen Laden und die Honigmelonen. Und erstmal gucke ich, wie viele ich in der Woche da herkriege. Ich gehe dann dreimal die Woche dahin und gucke, ob die nachgefüllt werden. Innerhalb, und wenn es zu so wenig sind, dann frage ich da halt, ob die mir welche bestellen können noch. Und dann muss ich auf jeden Fall im Netto fragen. Oder ich gehe in zwei verschiedene Märkte. Stimmt, ja, nee, ich habe in der Nähe so noch einen anderen Markt. Da kann ich dann auch gucken gehen. Aber ich frage trotzdem erstmal. Weil es wäre einfacher. Aber ich glaube eher nicht, weil die dann meinen, ich würde das weiterverkaufen. Und ich weiß nicht, wie ich die davon überzeugen kann, dass ich so viel esse. Von den Bananen. Dafür hab ich noch keine Vibrations, die hoch genug sind, sag ich mal. Meine Wellenlänge ist da. Weil ich halt die ganze Zeit mich selber sabotiere und restriktiere und halt die ganze Energie für Sport verbrauche und sowas habe ich da. Habe ich die ganze Zeit eigentlich keine Energie und kann dann auch viele andere psychische Dinge noch nicht angehen und noch nicht bearbeiten, die eigentlich für mich relativ einfach wären, im Prinzip her zu überwinden, weil ich halt in anderen Bereichen, wo ich die Energie halt aufwende, schon viel mehr überwunden habe und überstanden habe, aber ich priorisiere die Energie halt gerade anders. Und deswegen werde ich da auch psychisch auf jeden Fall noch richtig krass heilen, sag ich mal, in Aktion treten, wenn das alles klappt halt. Aber es klappt schon. Also es klappt auf jeden Fall, weil ich das will und wenn ich das will, dann klappt das. Fertig. Hat bisher auch immer so geklappt und da lasse ich mir auch für mir selber nichts einreden und das weiß ich einfach. Naja. Gesprossene Buchweizen. Da bin ich mir halt noch nicht sicher. Also deswegen werde ich mich erstmal jetzt noch theoretisch ziemlich damit befassen. Und halt praktisch, die praktische Hausaufgabe sozusagen, oder das praktische Studieren, praktische Teil des Studiums, ist dann sozusagen jetzt mit der Honigmelone, Mango und den Bananen zu gucken. Ja, und das war's dann auch. Ich sage ja, ist ein langes Video. Gerne Feedback und was ihr davon haltet, Tipps, Anregungen. Was ihr darüber denkt, würde mich sehr interessieren. Ja. Ich wollte einfach halt mal ganz ehrlich darüber reden, was ich da so vorhab. Und bin gespannt. Bis dann. Tschüss.